Ein Fischer in Kambodscha hat im Mekong den bislang größten vermessenen Süßwasserfisch gefangen. Einen 4 Meter langen und 300 Kilogramm schweren Riesenstachelrochen. Das von den USA finanzierte Forschungsprojekt Wonders of the Mekong sprach von einer absolut erstaunlichen Entdeckung. Das Tier wurde zu Forschungszwecken mit einem Ortungssender versehen und anschließend wieder freigelassen. Den Wissenschaftlern zufolge wurde der Stachelrochen in der vergangenen Woche in der Provinz Stung Treng im Norden Kambodschas gefangen. Der Riesenfisch löst den bisherigen Rekordhalter ab, einen 293 Kilogramm schweren Mekong-Riesenwels, der 2005 in Thailand ins Netz ging. Der Mekong ist der längste Strom Südostasiens. In ihm leben mehr als 1000 verschiedene Fischarten.